Als Mackenzie Lueck im Juni 2019 verschwindet, dauert es eine Weile, bis man Puzzleteil für Puzzleteil ihren letzten Abend rekonstruieren kann. Die 23-Jährige muss irgendwann in der Nacht aus einem Park verschwunden sein. Und sie war nicht allein. Doch als die Polizei herausfinden will, mit wem sie sich getroffen hat, öffnet sie damit die Büchse der Pandora. Wie tief können menschliche Abgründe sein? Wie grausam und kalkuliert kann eine Person vorgehen? Im Fall Mackenzie Lueck hat ein Mann ganz neue Dimensionen eröffnet, um diese Fragen zu beantworten. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich euch kurz BookBeat vorstellen. Ich höre immer zum Einschlafen oder wenn ich unterwegs bin Hörbücher. Und dafür ist BookBeat natürlich die perfekte App. Fürs WDR muss ich jetzt schon längere Strecken mit dem Auto fahren und da ist es mega praktisch, dass man BookBeat auch über CarPlay oder Android Auto hören kann. Da muss ich nicht immer extra aufs Handy gucken. Wie jedes Mal, wenn ich BookBeat vorstelle, habe ich auch heute wieder einen Buchtipp für euch. Denn manchmal erschlägt einen das Angebot von mehr als 500.000 Titeln bei BookBeat. Dr. Zokos kennen wahrscheinlich viele von euch. Er ist Rechtsmediziner und Professor an der Charité in Berlin und ein absoluter Experte auf seinem Gebiet. In dem Buch Dem Tod auf der Spur stellt er uns 12 mysteriöse Todesfälle vor und geht dabei auch auf die gerichtsmedizinischen Aspekte ein. Mal ein etwas anderer, aber auch sehr interessanter Blickwinkel, den man in wenigen Büchern dieser Art findet. Ich muss wirklich sagen, ich fand das Buch extrem interessant und kann es euch nur empfehlen. Sollte euch der Buchtipp nicht gefallen, dann könnt ihr natürlich auch einfach auf der Plattform stöbern. Es werden euch Bücher vorgeschlagen, es gibt eine Suche, wo ihr selbst nach Büchern suchen könnt, oder ihr klickt einfach auf eine Kategorie und da werden euch Bücher der jeweiligen Kategorie vorgeschlagen. Und wenn ihr den Promocode Insolito eingibt, könnt ihr BookBeat für 2 Monate kostenlos testen und in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr möchtet. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Einfach draufklicken und loshören. So, und jetzt zum heutigen Video. Mackenzie Lueck ist am 8. März 1996 auf die Welt gekommen. Sie wuchs in Kalifornien auf und lebt mit ihrer Familie in El Segundo. Mackenzie hatte noch einen älteren und 2 jüngere Brüder, mit denen sie sich stets gut verstand. Ihre Familie war sehr religiös und so besuchten sie gemeinsam jeden Sonntag die Kirche und beteten regelmäßig. In der Highschool fing Mackenzie an, sich für Wassersportarten zu begeistern. Sie spielte Wasserball und war im Schwimmteam der Schule. Nach ihrem Schulabschluss zog Mackenzie nach Utah und begann in Salt Lake City Krankenpflege zu studieren. Ihren Schwerpunkt legte sie dabei schnell auf Kinesiologie, ein alternativ-medizinisches Konzept aus der Chiropraktik. Um sich das Studium finanzieren zu können, arbeitete sie nebenher noch in einem Unternehmen, das biologische Tests durchführte. Nach den ersten Semestern entdeckte Mackenzie ihr großes Interesse für Medizin, weswegen sie beschlossen hatte, nach ihrem Studium entweder noch Medizin zu studieren oder in die Gesundheitswissenschaften zu gehen. Doch es sollte anders kommen. Es war der 17. Juni 2019, als Mackenzies Freunde und Familie unruhig wurden. Ihnen gelang es nicht, die 23-Jährige zu erreichen. Sie schien alle Anrufe und Textnachrichten zu ignorieren und war nicht nur auf Social Media online. Doch ihre Familie ging davon aus, den Grund hinter ihrem Verschwinden zu kennen. Mackenzies geliebte Oma war gestorben und sie hatte die letzten Tage in Kalifornien verbracht, um bei der Beerdigung dabei sein zu können. Erst in der Nacht zuvor war sie zurück nach Utah geflogen. Um 2 Uhr morgens hatte ihre Mutter noch eine letzte SMS erhalten. In ihr stand: "Gelandet. Liebe dich, Mama." Von da an herrschte Funkstille. Doch es wäre nicht allzu untypisch, wenn Mackenzie nach den aufreibenden Tagen ein bisschen Ruhe und Zeit für sich gebraucht hätte. Daher reagierte ihre Familie nicht sofort, als sie die 23-Jährige nicht mehr erreichen konnten. Doch als sie auch 3 Tage später, am 20. Juni, immer noch kein Lebenszeichen von sich gab, alarmierte ihr Vater die Polizei und meldete sie als vermisst. We'll be right back.
Die Polizei überprüfte die Überwachungsaufnahmen des Flughafens. Darauf konnte man sehen, wie Mackenzie das Gebäude verlässt und in einen Lift einsteigt. Das ist ein Fahrdienst ähnlich wie Uber, also eine Art Taxi. Anschließend verlief sich ihre Spur. Man wusste weder, wohin sie fuhr, noch ob der Fahrer etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Wie man es leider mittlerweile gewohnt ist, ermittelt die Polizei auch hier nur sehr zögerlich. Mackenzie war volljährig und konnte gehen, wohin sie wollte. Ihre Freunde und Kommilitonen wiederum machten sich schnell große Sorgen um die 23-Jährige. Sie begannen akribisch nach ihr zu suchen und verteilten zahlreiche Flyer. Doch all ihre Mühen blieben erfolglos. Am 25. Juni, also eine Woche nach dem letzten Lebenszeichen von Mackenzie, machte die Polizei ihr Verschwinden schließlich offiziell und gab Informationen an die Presse heraus. Auch den Liftfahrer hatten sie schnell ausfindig machen können. Dieser beteuerte allerdings, dass er Mackenzie lebendig am gewünschten Ort abgesetzt habe. Was die Ermittler aber überraschte, war eben dieser Ort. Mackenzie hatte sich nicht, wie ursprünglich angenommen, nach Hause bringen lassen. Stattdessen wollte sie am Rande des Hedgeparks rausgelassen werden. Der Park war ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Spaziergänger. Aber dort allein um 3 Uhr morgens hinzuwollen, war doch sehr ungewöhnlich. Laut dem Fahrer habe Mackenzie erzählt, dass sie dort mit einem Freund verabredet sei. Nachdem er sie rausgelassen habe, sei sie direkt zu jemandem hingegangen und in dessen Auto eingestiegen. Dabei habe sie gelassen gewirkt und es schien so, als würde sie den Mann kennen. Die Polizei hält den Liftfahrer für glaubwürdig. Seine GPS-Daten bestätigen die Fahrt und unmittelbar danach hat er bereits einen anderen Mitfahrer abgeholt. Doch das Verhalten von Mackenzie gibt dem Polizisten ein Rätsel auf. Die 23-Jährige wurde von ihren Freunden als schüchtern beschrieben und wirkte nicht so, als würde sie sich einfach mit einem fremden Mann in der Nacht in einem Park treffen. Doch als die Polizei anfing, Mackenzies Vergangenheit zu forschen, ergab sich ihnen ein etwas anderes Bild der Studentin. Mackenzie wollte scheinbar schon seit längerem mehr aus sich herauskommen und sich mehr trauen. Bestätigt wurde diese Theorie durch Rob Joseph. Der ehemalige Polizist und Privatermittler traf Mackenzie laut eigenen Angaben 3 Wochen vor ihrem Verschwinden in einer Bar. Dort habe sie ihm erzählt, dass sie auf der Dating-Seite Seeking Arrangement sei, um dort nach einem Sugar Daddy zu suchen. Also nach einem Mann, der ihr Geld geben und Sachen kaufen würde, im Austausch gegen Sex. Und tatsächlich gelang es den Ermittlern schnell, Mackenzies Profil auf der Seite zu finden. Sie nannte sich dort BeachBaby96 und schien auf der Suche nach Männern zu sein. Auf ihrem Facebook-Profil postete sie auch einige Kommentare, die darauf hindeuteten, dass sie auf der Dating-Seite Erfolg hatte. So schrieb sie zum Beispiel: "Ich habe einige Erfahrungen mit Seeking Arrangement, nur online, habe derzeit 2. Lol." Demnach war es naheliegend, dass sich Mackenzie auch in der Nacht ihres Verschwindens mit einem Mann von der Plattform getroffen hat. Auf ihrem Handy hat man Chatverläufe mit einem gewissen AJ finden können. Und es bestätigte sich, dass dessen Handy in der Nacht von Mackenzies Verschwinden in der gleichen Funkzelle am Hedgepark eingeloggt war. Genau wie das Handy der Studentin. Bereits am 26. Juni gelang es den Ermittlern, AJ ausfindig zu machen. Der 31-Jährige hieß eigentlich Ayula Ajayi und lebte in Salt Lake City. Ursprünglich kam er aus Nigeria, war aber in die USA eingewandert, um dort als Model und IT-Spezialist zu arbeiten. Zuvor war er kurz bei der Utah Army tätig. Ayula hatte an der Utah State University studiert, wurde 2012 aber exmatrikuliert, da es Probleme mit seinem Visum gab und man ihm vorwarf, ein iPad gestohlen zu haben. 2015 durfte er sein Informatikstudium erneut aufnehmen, brach dieses aber nach kurzer Zeit wieder ab. Außerdem fand man heraus, dass Ayula verheiratet war.
Allerdings lebten er und seine noch Ehefrau Tanisha schon einige Zeit getrennt. Sie hatte ihn verlassen, da sie mit seiner Aggressivität nicht klarkam. Angeblich habe AJ immer Wutausbrüche bekommen, wenn sie nicht das tat, was er wollte. Diese Informationen waren für die Polizei natürlich sehr interessant. Sofort fuhren sie zu Ayula und befragten den 31-Jährigen. Er gab an, Mackenzie durch Seeking Arrangement kennengelernt und dort mit ihr geschrieben zu haben. Mit ihrem Verschwinden habe er aber nichts zu tun. Die Beamten glaubten ihm nicht. Daher wurde er am 27. Juni mit aufs Revier genommen und dort erneut befragt. Ayula sagte, dass er bereits über ein Jahr mit Mackenzie geschrieben habe, aber sie in der Nacht ihres Verschwindens nicht getroffen hätte. Die Polizisten wussten, dass das eine Lüge war, da die beiden bis kurz vor dem Treffen noch gechattet hatten und die GPS-Daten Ayula überführten. Sein Auto konnte man sogar auf einer Überwachungskamera am Parkrand sehen. Als man sein Handy durchsuchte, befanden sich darauf zahlreiche Fotos von Mackenzie. Daraufhin wurde Ayula verhaftet und sein Haus wurde durchsucht. Als erstes fielen den Ermittlern die angebrachten Überwachungskameras auf. Drei davon befanden sich im Schlafzimmer und eine im Badezimmer. Das war besonders abstrus, weil Ayula sein Haus auch bei Airbnb vermietet hat. Bei den Ermittlungen hat die Polizei auch herausgefunden, dass Ayula ein paar Monate vor Mackenzies Verschwinden einen Bauunternehmer kontaktiert hat und ihn fragte, ob es möglich sei, ein geheimes Untergeschoss zu bauen. Er wollte einen einzelnen Raum errichten lassen. Der Zugang dazu sollte aber gut versteckt sein. Auf die Frage, wofür er den Raum benötige, antwortete er, dass seine Frau streng gläubig sei und ihm verbieten würde, Alkohol zu trinken. Diesen wollte er in dem Raum verstecken. Ayula beauftragte den Bauunternehmer auch, den Raum schallisoliert zu errichten und mit Metallhaken in der Decke zu versehen. Das kam dem Bauunternehmer zu merkwürdig vor, weswegen er den Auftrag ablehnte. Auch Ayulas Vorstrafenregister hatte bereits einige Einträge. So wurde er zweimal wegen sexueller Belästigung angeklagt. Einmal wollte er eine Frau nach einem Date zum Sex drängen und als sie ablehnte, drückte er sie auf den Boden und hat sie gebissen. Es wurde auch im Zusammenhang mit einer gemeldeten Vergewaltigung gegen ihn ermittelt. Aber es kam nie zu einer Anklage, da das Opfer keine Anzeige erstattet hat. Am 28. Juni mussten die Beamten Ayula vorerst gehen lassen. Sie konnten nicht beweisen, dass er Mackenzie etwas angetan hatte. Doch nur einen Tag später wurde er wieder verhaftet. Man hatte seinen Garten umgegraben und dabei eine große Feuerstelle gefunden, in der etwas verbrannt wurde. Bei genaueren Untersuchungen ließen sich an dieser Stelle Mackenzies halbverbrannter Ausweis und einige menschliche Überreste finden. Die Körperteile, die auf seinem Grundstück in der Feuerstelle gefunden wurden, konnte man Mackenzie zuordnen. Am Morgen nach ihrem Verschwinden wurde Ayula außerdem beim Kauf eines Benzinkanisters gefilmt und die Tage darauf von seinen Nachbarn dabei beobachtet, wie er ein großes Feuer in seinem Garten entzündet hat. Der Großteil von Mackenzies Überresten fehlte allerdings noch, weswegen erneut Ayulas Handydaten ausgelesen wurden. Eine Woche nach dem Verschwinden der Studentin war Ayula nach Logan Canyon gefahren und hielt sich dort ungefähr 2 Stunden auf. Als man ihn darauf ansprach, nannte er den Polizisten einen Ort im Wald. Am 3. Juli fuhren die Beamten an den beschriebenen Ort und stießen dort auf Mackenzies fehlende Überreste, die in einem flachen Grab vergraben wurden. Sofort wurden die Überreste der Gerichtsmedizin übergeben und die Autopsie ergab, dass Mackenzie mit einem Gürtel gewürgt und gefesselt wurde. Schließlich starb sie durch stumpfe Gewalteinwirkung, die so stark war, dass Teile ihrer Kopfhaut fehlten und sie ein 5 cm großes Loch im Schädel hatte. Schnell spekulierte man, dass Ayula den Mord bereits einige Monate zuvor geplant haben muss. Vermutlich bereits, als er begonnen hatte, mit Mackenzie zu schreiben.
Ayula wurde wegen Mordes angeklagt und bekannte sich am 7. Oktober 2020 der Tat schuldig. Als er gebeten wurde, die Tat zu schildern, gab er an, den Mord geplant zu haben. Er bestätigte also die Spekulation der Polizei. Deswegen hat er auch die Kameras an seinem Haus ausgeschaltet. Als er dort mit Mackenzie ankam, habe er sie mit einem Kabelbindern und Seilen gefesselt und gewürgt. Anschließend hat er sie ermordet. Nach dem Mord hätte er sie zunächst in seinem Garten vergraben. Aber als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, habe er den Körper ausgegraben und nach Long Canyon gebracht. Zusätzlich hat man auf Ayulas Computer Nacktfotos von Minderjährigen im Alter von 4 bis 8 Jahren gefunden. Deswegen wurde Ayula Ajayi im Oktober 2020 wegen Mordes und sexueller Ausbeutung Minderjähriger in 19 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Ayula beteuerte bei der Urteilsverkündung, dass ihm seine Tat leid tue. Der Bezirksstaatsanwalt Sim Gill sagte allerdings später bei einem Interview: "Ich bin froh, dass er gesagt hat, dass es ihm leid tue. Glaub ich, dass es ihm leid tat? Nein, tue ich nicht. Manche Leute haben ein Profitmotiv, Wut oder was auch immer. Hier gibt es keins. Außer Mord um des Mordes willen." Mackenzies Cousine Carly Stevens fügte bei einem anderen Interview hinzu: "Das ist ein Albtraum, aus dem man nicht mehr aufwachen kann. Ich werde ihm nie verzeihen können, was ihr passiert ist. Ich werde dem Monster, das ihr Leben genommen hat, niemals vergeben. Noch nie in meinem Leben habe ich eine solche Wut empfunden wie in den letzten 16 Monaten. Noch nie hatte ich so viel Angst um mein Leben, weil ich weiß, wie real das Böse in dieser Welt ist." Ende 2020 begann eine weitere Verhandlung. Ayula wurde wegen der Entführung einer weiteren Frau im März 2018 angeklagt. Auch diese Frau hatte mit dem 31-Jährigen über eine Dating-App Kontakt. Ayula bekannte sich der Entführung und des gewaltsamen sexuellen Missbrauchs an besagter Frau schuldig. Ein Profiler des FBI sagte nach der Verhandlung, dass er froh sei, dass Ayula den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Laut ihm erkenne er in Ayula eindeutig einen gefährlichen Serienmörder, der noch oft zugeschlagen hätte. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Ich bin ebenfalls sehr froh, dass Ayula Ajayi niemandem mehr etwas antun kann. Eine Bitte hätte ich noch an euch. Mackenzies Verhalten vor ihrer Entführung mag unvorsichtig oder naiv gewesen sein. Dennoch trägt sie keinerlei Schuld an dem, was ihr zugestoßen ist. Sie ist das Opfer dieser Tat und nichts anderes. Bitte bleibt höflich und konstruktiv in den Kommentaren. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, was ihr von diesem Fall haltet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch über ein Like oder Abo würde ich mich sehr freuen. So tricksen wir den YouTube-Algorithmus ein bisschen aus und das Video kann Leuten vorgeschlagen werden, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Folgt mir auch gerne auf Instagram oder kommt auf meinen Discord, falls ihr das noch nicht getan habt. Da machen wir manchmal Umfragen, Q&As, also Fragen und Antworten oder andere Dinge. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.